werden wir heute Abend schon noch sehen. Das wird an einigen Stellen sehr, sehr spaßig und eng werden. Da kannst du nicht mehr rummachen, das ist viel zu gefährlich. Dockschleuse Pattenburg. Heute hat die Kranfirma Ulfatz einen ganz speziellen Auftrag. Kersten Dlutschak musste sehr früh aufstehen, um seinen Kran in Position zu bringen. An diesem Morgen soll das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft, die Genting Dream, überführt werden. Dazu muss es durch eine enge Schleuse. Ohne die Kräne von Ulfatz geht das nicht. Es ist ein besonderer Einsatz. Weil sowas macht man nicht jeden Tag. Und gewisse Medien sind auch nicht jeden Tag da, wenn wir solche Sachen machen. Und gewisse Zaungäste auch nicht. Aus ganz Deutschland kommen sie an solchen Tagen mit ihren Wohnmobilen nach Pappenburg. Und einige schlafen dann auch gerne mal aus. Also der steht jetzt doch recht weit an der Seite. Es gibt auch tatsächlich Wohnmobilfahrer, die fahren bis vor den Zaun. Da hat man überhaupt keine Chance, mit dem Kran reinzukommen. Und bis man die dann geweckt hat, das dauert dann immer. Heute geht es vergleichsweise schnell. Der zweite Kran erreicht die Pappenburger Dockschleuse. Fünf Achsen hat so ein Fahrzeug. Damit kann der Fahrer sogar seitwärts rangieren und sich so positionieren, wie es gerade nötig ist. Hermann Fahle und Kersten Dlutschak haben heute beide die gleiche Aufgabe. An jeder Seite dieser Brücke muss ein Element entfernt werden. Unterstützung bekommen sie dafür von diesen Werftarbeitern. Wenn sich ein Kran in Position bringt, müssen die Männer immer individuell entscheiden, welches Gegengewicht sie nehmen. Was das Teil wiegt und wie weit er es weglegen muss. Beziehungsweise wie weit es ist, wo er es aufnimmt. Dann kommt das Gewicht dazu und wie weit er es weglegen muss. Danach rechnet sich das, wie viel Gewicht da drauf kommt. Als erstes müssen die Werftarbeiter nun das Brückengeländer abbauen. Das machen sie mindestens zweimal im Jahr. Immer dann, wenn die Werft wieder eines ihrer Traumschiffe fertiggestellt hat. Für Hermann Fahle ist es ein Heimspiel. Er kennt sich aus in Papenburg und ist hier immer dabei. Als erstes zieht er die Transportketten so hoch, dass die Männer die Schickel befestigen können. Auf der anderen Seite macht Kersten Dlutschak dasselbe. Die herauszuhebenden Brückenteile sind baugleich. Jedes dieser Dreiecke wiegt 9 Tonnen. Geschafft. Gerade rechtzeitig, denn schon kommen die riesigen Schlepper aus Hamburg. Jetzt werden die Schleusentore abgesenkt. Die Kreuzfahrtschiffe fahren darüber. Sie dürfen keinen größeren Tiefgang haben als 8,50 Meter. Die Öffnung ist 44 Meter breit. Die Genting Dream misst 39,70 Meter. Inzwischen ist es Mittag.
Auch die letzten Langschläfer sind nun auf den Beinen. Tausende wollen sich das Spektakel anschauen. Die Kranführer haben Pause. Sie müssen erst wieder aktiv werden, wenn das Schiff die Schleuse passiert hat. Ich guck dir das an, das ist eine Höhe. Ich habe den Weg frei gemacht. Ohne uns wäre das Schiff nicht rausgegangen. Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der Koloss jetzt durch die schmale Schleuse. 57 Minuten dauert das. Hermann Fahle hat an der Spitze seines Krans eine kleine Kamera installiert. ...150 Kräne hat die Firma Ulfarts überall in Norddeutschland im Einsatz. Der Hauptsitz ist in Nermoor in Ostfriesland. Mehr als 340 Mitarbeiter sind beschäftigt. Temmo Niekamp ist seit 8 Jahren Geschäftsführer. Er hat die Nachfolge seines Onkels angetreten, der das Unternehmen 1971 gegründet hat. Auf sehr ungewöhnliche Weise. Hermann Ulfarts hatte damals mehrere Betonmischer. Einer davon hatte einen Unfall. Für die Bergung brauchte er nun einen Kran. Also bestellte er einen bei einer Firma in Wilhelmshaven. Und es hieß dann immer mit einer Stunde Verzögerung, ja, der kommt in einer Stunde, der ist gleich da, der kommt gleich, der ist gleich da. Und am Ende aller Tage war es so, der Beton ist ausgehärtet, der Mischer war, also die Trommel war hin. Und Herr Ulfarts hat dann, wie in Ostfriese dann so reagiert, als Unternehmer gesagt, ich kaufe mir morgen Kran. Und das hat er dann auch wahrgemacht und so ist das Ganze hier entstanden. Ja. Das Schiff wird in diesem Bereich liegen. Der nächste Auftrag in Halesiel. Den Kran bauen wir hier auf und der Tieflader kommt dorthin. So also nah an die... Ne? Der Kran parallel hier zu ja. den... Und die Stützen Vordern. Hier hin. Mit das, den Stützen hier rein. Heißt, dass wir also hier auch keinerlei Durchgangsmöglichkeiten mehr haben. Nein. Das müssen wir also auch absperren mit Flatterband, genau. dass ja. die Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter über den Parkplatz ja. rübergehen. Genau. Ein 45-Tonnen-Schiff soll mit dem Kran aus dem Hafen gehievt und dann auf diesen Tieflader gehoben werden. Dieter Albrecht gehört das Schiff. Er möchte es an Land umbauen. Die Verladeaktion ist schwierig, denn das Hafengelände in Halesiel ist eng. Und die Fahrzeuge der Kranfirma sind riesengroß. Ja. Wir können hier so ausholen, dass wir hier ganz am Rand fahren. Klaus, stell dich mal da hinten zu den beiden Vollern, die nebeneinander ja. sind. Und dann messen wir eben einmal die Diagonale. Temmo Niekamp trägt die Verantwortung für diesen Auftrag. Zusammen mit seinem Kollegen Klaus Appel, der für den Schwertransport zuständig ist. Ich messe jetzt die Diagonale, weil das die maximale Strecke ist, die wir in der Kurve zur Verfügung haben. Jetzt haben wir da ein Pärchen im Blick. Na? 28,60 Meter. Ja. Ja, große Herausforderung für uns. Ist auch eine Sache, die nicht alltäglich ist. Wobei es auch nicht das erste Mal ist. Wir haben für die Reederei Albrecht schon mal ein Schiff vom Betriebsplatz hier ans Wasser gefahren und dann ins Wasser gelassen. Und daher wissen wir auch, dass es mit vielen kleinen Problemchen verbunden ist und ja, wird eine spannende Geschichte. Besonders heikel war es beim letzten Mal bei dieser Steigung über den Deich. Das ist optisch ja nicht viel. Aber wenn man auf diesem Winkel dann ist und diese Höhe von Schiff oben drauf, also da wird dann langsam bange. Da hat man gedacht, gleich kippt der schmale Hänger um, das breite Schiff da oben drauf. Ja, wobei wir diesmal eine andere Technik einsetzen. Beim letzten Transport ist ein luftgefedertes Fahrzeug zum Einsatz gekommen. Dies hier ist hydraulisch gefedert und wir können den Neigungswinkel des Fahrwerks und damit auch des Schiffs manuell nachregulieren. Und das wird uns hier, glaube ich, auch gut helfen. Ja, hier vorne, hier liegt das Schiff. Wir haben es erstmal hier in den Binnenhafen reingelegt. Wir haben das relativ entkernt. Hier liegt ja schon einiges. Toilette. Um auch das Gewicht. Ja, die Toilette wird nicht das Gewicht gewesen sein, ja. um das Gewicht zu reduzieren. Blei und das ist auch alles entfernt worden? Es sind über 2 Tonnen Blei raus und die Tanks sind alle leer. Dieter Albrecht hat die Yacht in Holland gekauft.
Er möchte sie umbauen zu einem Schiff für Seebestattungen. Schon seit 1969 macht er das. Bislang mit einem Schiff, aber die Nachfrage wird größer. Das Problem ist natürlich auch, dass die Angehörigen, wenn der Fall eingetreten ist, natürlich nicht lange warten möchten. Und im Moment ist es so, dass wir doch jetzt dadurch Vorlaufzeiten haben. Das heißt, wenn ein Todesfall eingetreten ist, dann möchte man auch relativ zeitnah die Bestattung durchführen. Und das können wir mit diesem Schiff jetzt. Der Transport soll mitten durchs Dorf gehen, muss also gut geplant sein. Die Hürden, Verkehrsschilder und Bäume sind im Weg. Und eine Ampel hängt über der Straße. Das heißt, das muss eine Fachfirma machen. Die würde ich dann beauftragen. Die würde meinetwegen eine Stunde vor dem Transport die Ampel drehen, würde warten, bis wir diesen Engpass passiert haben und würde die wieder zurückdrehen. Die Männer von der Kranfirma haben den Transport seit Wochen geplant. Sie wissen, oft steckt der Teufel im Detail. Morgen soll es losgehen. Ja, das ist eine große Aufgabe für uns. Wir müssen auch mit Respekt dran gehen. Wir müssen einige Sachen bedenken. Aber ich hoffe, es wird alles gut gehen. Auch der nächste Auftrag hat es in sich. Temmo Niekamp macht sich auf den Weg nach Emden. Dort wurde vor kurzem das größte Erdgasterminal Deutschlands neu in Betrieb genommen. Die alten Anlagen müssen nun demontiert werden. Aufgabe bzw. Herausforderung dieses Einsatzes ist der Rückbau einer Bestandsfackel, etwa 75 Meter hoch. Die Fackel steht dort seit etwa 40 Jahren. Und wir rechnen damit, dass aufgrund der langen Standzeit die einzelnen Komponenten relativ schwer voneinander zu trennen sind. Bei 75 Metern Höhe kommen hier zwei große Kräne zum Einsatz. Die rostige Fackel an der Turmspitze muss entfernt werden. Es ist leicht windig. Projektleiter ist Markus Lager. Wir haben hier einmal 7 Meter, 8 Meter, 10 Meter, 12 Meter. Das sind die Vorgaben, die wir hier haben. Also solange wir da nicht rüber sind, können wir eigentlich so mit den Arbeiten beginnen. Und das sieht eigentlich recht gut aus. Ist zwar noch ein bisschen günstig, aber es soll ja nachher auflockern. Schon zweimal wurde der Termin wegen zu starkem Wind verschoben. Für jede Höhe gibt es ganz klare Grenzwerte. Wir haben hier ja immer noch die Tabellen, die wir ausgearbeitet haben, dass wir oben nicht mehr wie 7 Meter pro Sekunde haben dürfen. Und sollten wir darüber sein, dann werden wir natürlich die Arbeiten sofort einstellen. 7 Meter pro Sekunde. Das entspricht in etwa Windstärke 4 bis 5. So. Kranführer Marcel Lüttich ist heute dafür zuständig, die Arbeiter sicher hoch und wieder runterzubringen. Alle Männer haben eine Höhentauglichkeitsuntersuchung gemacht, müssen absolut schwindelfrei sein. Jeder ist mit zwei Gurten gegen Absturz gesichert. Für ihre Arbeiten brauchen sie Strom. Kranführer Paul Heeren hat den Generator am Haken. Platz dafür ist oben kaum. Wie wolltest du das denn jetzt machen? Jetzt ablassen oder was? Ja, das ist ganz schön beschissen, ne? Serge, können wir da oben mit der Flasche jetzt ab? Ja. Paul, lass mal ganz langsam ab. Okay, geht los. Drückst du die denn ein Stück rüber, ne? Ah, er kommt aber. Oh, haben wir noch 20 cm Luft. So, stopp, Paul. So. Lüft. Marcel? Ja. Langsam auf. Das Projekt wurde wochenlang vorbereitet. Die Sicherheit hat höchste Priorität. Mit extra kleinen Flexgeräten werden die Schrauben gelöst. Der Funkenflug muss klein gehalten werden, denn das gesamte Erdgasterminal ist explosionsgefährdet. Jetzt dauert es länger als geplant. Der Wind wird stärker. Nebel kommt auf. Grenzwertig. Du merkst ja selber, der Wind zieht jetzt auf einen Schlag an, ne? Unten ist, dann kann man doch erstmal warten, bis es weniger wird.
Das Problem, der Brenner ist jetzt größtenteils locker. Da gibt es kein Zurück mehr, da muss man weitermachen. Das nützt ja nichts. Ne? Ja, wenn die Ketten hängen. Können, wenn die Schrauben los sind, die meisten Schrauben los sind, dann kann man nicht aufhören, dann muss man weitermachen. Ja. Das Schöne ist oder nicht, aber. Und von unten, ich glaube, unten, man sieht es wohl, aber oben merkt man es jetzt richtig. Ne? Jetzt kommt auch noch starker Regen dazu. Die Männer müssen Tempo machen. Länger können sie hier oben nicht bleiben. Jetzt kommt es allein auf den Kranführer an. Er muss das Ding jetzt lösen. Markus, sind die Schrauben alle los? Ja, sind alle los. Alle 48 Schrauben sind los. Okay, ich ziehe jetzt langsam dran. Ich habe jetzt 1,5. Passiert schon was? Ja. Okay, 1,6, 1,7. Ich glaube, er bewegt sich da oben. Ja, er löst sich. 2, 4, 2, 5. Hängt in der Luft. Wunderbar. Nach 3 Stunden Arbeit sind die Overalls durchnässt. Die Männer frieren, aber sie haben ihren Auftrag erledigt. Im 3. Versuch. Oh. Und auch der 40 Jahre alte Brenner ist sicher unten angekommen. Der Rest des Turmes folgt in den nächsten Wochen. Für heute ist Feierabend. Auf einen Schlag kam Wind, du. Ja, das Dach kannst du nicht mehr rummachen. Das ist viel zu gefährlich. Das Schiff für Seebestattungen liegt jetzt am richtigen Platz. Der Kran ist einsatzbereit. Doch auch hier gibt es ein Problem. Wieder ist es der Wind. Temmo Niekamp macht sich Sorgen. Ja, ich war gerade bei ihm da auf der Schleuse und habe gefragt, was er da auf dem Anemometer an Wind hat. Mhm. Das sind jetzt gut 5 Windstärken. Mhm. Aber schon ordentlich, müssen wir bleiben gucken. Ja. Wird auch schlimmer, glaube ich, jetzt. Ja. Das Problem ist ja nur dieser kurze Moment mit dem Rüberschwenken. Wenn er erstmal in den Gestell halbwegs drin ist, hat er verloren. Also man ist schon aufgeregt, man hat schon ein bisschen mehr Puls. Also ich merke das schon, wenn ich den Puls so führe, ein bisschen höher. Also der Tag hat ein bisschen mehr heute Morgen. Für solche Fälle werden die Kräne mit speziellen Windmessern ausgestattet. Die Daten werden dann direkt ins Führerhaus übermittelt. Ja, ist ja ordentlich Wind, ne? Da kann ich sehen, ob wir eigentlich arbeiten können oder nicht. Jetzt wird der Tieflader ausgemessen. Mit knapp 25 Metern ist er hier nach Halesiel gefahren. Jetzt wird er noch auf bis zu 35 Meter verlängert. Diese Länge braucht er für das große Schiff. Aber das werden wir heute Abend schon noch sehen. Das wird an einigen Stellen sehr, sehr spaßig und eng werden. Nee, Moment. 45 Tonnen wiegt die Yacht. Darum muss auch alles ein bisschen größer sein. Eigentlich im Moment ist das nur der Wind. Alles andere, denke ich, ist gut geplant. Nur der Wind jetzt. Im Moment so Windstärke 5, in Böen 6. Gleich kommt das Regengebiet. €250.000 hat Dieter Albrecht für das Schiff bezahlt. Das 2- bis 3-fache wird er noch in den Umbau investieren. Doch erst muss es mal unfallfrei zum Betriebsgelände. Wollen wir leicht anholen? Marcel, holst du mal 5 Tonnen an, dass die Gurte dran sitzen? Alles ist vorbereitet. Gleich kann's losgehen. Der Kapitän verlässt sein Schiff. Tor wieder zu, damit er nicht aufschlägt. Gut.
Okay, wir sind soweit. Da ist noch ein bisschen viel. Wir warten noch ein paar Minütchen. Das Fenster mit ein bisschen weniger Wind. Schön wäre es, obwohl im Moment ist weniger geworden. Ne? Ja, wir haben 14 Meter pro Sekunde. Haben wir noch. Haben wir oben am Mast. Da sind jetzt 46 Tonnen mit dem Geschirr dran. Ah ja, das soll ja Geschirr noch rechnen. Ja. Aber da liegen wir noch im guten Bereich, oder? Ja, kein Problem. Jetzt kommt es darauf an. Der Wind hat ein wenig nachgelassen. Trotzdem gibt es Schwingungen. Martin, ziehen! Alles läuft nach Plan. Doch dann das. Ein Planungsfehler am selbstgebauten Gestell von Dieter Albrecht. Nee, würde ich gar nicht, weil ich glaube, das wird zu viel. Ne? Muss eben unser Schiffsbauer entscheiden. Johann! Die Stabilisatoren unten am Boot verhindern das Aufsetzen auf das Transportgestell. Wenn wir jetzt, ich könnte die lösen oder könnten wir die vielleicht nach vorne klappen? Nach vorne. Dann können wir noch einen halben Meter nach vorne. Und wie man da sehr schön sehen kann, würden diese Stabilisatoren jetzt, wenn wir das Schiff weiter absetzen, in der Versteifung des Gestells landen. Und das ja, würde so nicht passen. Die Schiffsbauer machen kurzen Prozess. Sie entfernen das Rohr und machen den Weg frei. Jetzt kann das Schiff weiter abgesenkt werden. Um aber die Stabilität beim Transport nicht zu gefährden, schweißen sie das Rohr etwas weiter unten wieder an. Alles ist vorbereitet. Jetzt heißt es abwarten. Denn der Schwertransport darf nur in der Nacht fahren. 6 Kilometer lang ist die Strecke. Im Dorf ist inzwischen eine Fachfirma eingetroffen. Die Ampel über der Straße muss zur Seite gedreht werden. Und am Kreisel ist eine zweite Firma damit beschäftigt, ein Verkehrsschild aus dem Weg zu räumen. Ja, moin. Das Schild ist gleich. Das liegt jetzt gleich. Ja, das war ja nur das eine Schild, ne? Nur das eine Schild. Oder muss auch noch die kleinen Schilder auch noch weg? Nur das eine. Ja, okay, wir stellen das morgen früh wieder auf. Da kommt ein Auto lieber zu dir. Okay. Im Hafen ist die Polizei eingetroffen. Sie wird den Schwertransport begleiten. So, das passt alles mit der Genehmigung überein. Dann können wir starten. Jetzt kommt es auf zwei Männer an. Am Steuer des LKW sitzt Marcel Wessels, Spitzname Pille. Er ist über Funk verbunden mit Uwe Wille. Am Ende des Tiefladers. Aber weiter. Alles gut. Die erste Kurve ist geschafft. Jetzt kommt die kritische Steigung über den Deich. Aber weiter. Bei einem Neigungswinkel von mehr als 10 Grad würde das Schiff umkippen. Ich hole noch ein bisschen rüber nach rechts, die Laterne. Mit einer Fernbedienung steuert Uwe Wille die hinteren Achsen. Die Hydraulikfederung soll die Neigung ausgleichen. Lass mal gerade und dann einspuren, ja? Ja, ist okay. Ich mache jetzt hinten gerade und hole mein Auto.
gebracht wird. Reden letzter. Die erste Hürde ist geschafft. Jetzt kommt das nächste Problem. Ein großer Baum ragt in die Straße. Sieh mal langsam weiter vor. Ja, guck mal, ob das passt. Der Schwertransport muss nun über den Seitenstreifen. Es wird hier mit der Laterne hier links wird haarscharf. Nur knapp kommt er an der Laterne vorbei. Jetzt geht's ins Dorf. Die Ampel passiert Marcel Wessels problemlos. Doch dann kommt der Kreisel. An alles haben sie gedacht. Nur dieses eine Schild steht jetzt im Weg. Das sitzt natürlich jetzt drin, oder? Ja, gut. Egal. Lassen wir. Kurvenradius ist ein bisschen klein hier und wir wollten vermeiden, hier mit den Reifen auf den Grünstreifen zu kommen. Da kommen wir jetzt aber nicht drum rum. Und das machen wir jetzt mal ganz vorsichtig. Gerade werden. Ah, schon dabei. Oh, längst dran. Oh, schön langsam, weiter. Ganz langsam. Langsam weiter. Langsam weiter. Sobald du runter bist von der Bordsteinkante, ziehst du rum. Oh, noch 1,5 Meter. So, dann vorbei. Die letzten Meter fährt der Schwertransport dann rückwärts. Bis zum Betriebsgelände von Dieter Albrecht. Ja, ist gut. Das habe ich heute Morgen gehofft. Ich denke, wenn es mal so weit ist, dass er hier steht, dann haben wir gewonnen. Supi. Geschafft. Feierabend. So, jetzt habe ich mir eine Zigarette verdient. Ich auch.